Ja, hallo, ich bin Herzlich willkommen mit einem neuen Video und zwar willkommen zurück bei Stani Performance. Heute ist einer der wichtigsten Tage überhaupt für unser Autohaus, Leute. Heute entscheidet sich die Zukunft, wie es weitergehen wird und was passieren wird. Es könnte heute was echt Krasses passieren, Leute. Nämlich, es kommt aktuell die größte Autolieferung nach Los Santos überhaupt, Leute. Und wir gucken mal kurz auf den Kontostand. Wir haben nämlich aktuell, Leute, ungefähr 12 Millionen, Leute. Ihr wisst ja, ein bisschen geht immer ab, dies, das, Ananas. Aber wir haben gestern insgesamt 7 Millionen GTA-Dollar verdient, Freunde. Und heute werden wir uns das ein oder andere Auto kaufen. Nämlich, ihr wollt unbedingt, dass wir die zweite Etage des Autohauses ein bisschen ausbauen. Ich habe da jetzt erstmal so einen kleinen Showroom gemacht. Und zwar, ihr wisst ja, Freunde, ich habe die ganzen YouTuber gefragt, ob die eventuell ihr Auto mal hier hinstellen können, dass ich das so zeigen kann, dies, das, Ananas. Die können das natürlich jederzeit abholen. Aber einfach so, dass die Leute auch sehen, was ich bisher so für eigene Autos gemacht habe. Ihr wisst ja, Leute, einmal das Auto hier für Bilal Agabey, dann das Auto hier für Amir, einen RS6, dann hatten wir hier für Max noch einen zusammengebauten DeLorean, Leute, mit funktionierender Waffe und zuletzt, Leute, das Auto von SUV. Ich finde, die sind hier oben ganz gut aufgehoben, aber jetzt will ich hier oben extra gepanzerte Autos hinstellen, Leute. Ihr fandet die Idee unnormal geil und überlegt mal, wenn hier so zwei gepanzerte, fette Autos stehen und hier so Exklusivkunden halt so Präsidenten oder so einkaufen gehen können, das wäre ultra geil. Und da wollen wir heute mal gucken, Leute, ob wir was finden, weil es sollen irgendwie 30 neue Autos kommen oder irgendwas, habe ich da gehört, mit einem Transportflugzeug, alles drum und dran. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, Freunde. Wir müssen hinmachen, wir müssen ab zum Flughafen und dann geht's auch schon los. Übrigens, Leute, in der nächsten Folge ist auch wieder Frau Kirsche da. Ihr wisst, ich ja gerade im Urlaub, wie ist das Ananas, muss man ja auch mal gönnen. Ich würde sagen, wir werden heute den Bentley nehmen, Leute, weil ich bin ja auch so ein bisschen Geschäftsmann, ne? Hier Stani Performance Kennzeichen muss natürlich sein. Und als Geschäftsmann, ich weiß nicht, die G-Klasse, viele haben auch schon gesagt, was ich mit der G-Klasse machen soll. Ich glaube, Freunde, ich werde die verkaufen und wir werden uns bald einen neuen Geschäftswagen holen. Aber jetzt erstmal muss der reichen. Falls da jetzt wirklich geile Autos sind, die werden uns das erstmal angucken. Oder sollen wir direkt mit dem LKW fahren? Ich weiß nicht, eigentlich wäre es schlauer direkt mit dem LKW. Aber nee, nachher denken die, ich bin so schmal. Nee. Nee, Leute, wir fahren erstmal mit dem Bentley hin, machen so ein bisschen ein auf dicke Welle. Und dann werden wir zur Not nochmal den LKW hinholen. Dies, das, Ananas, und können die Autos abholen. Ich bin echt gespannt, Freunde. Ich hätte Bock auf so einen fetten Rolls Royce fürs Autohaus. Und ich sag euch ehrlich, Freunde, wir haben 12 Millionen. Und ich würde einfach die kompletten 12 Millionen komplett ausgeben. Also, ich glaube aber, danach ist das Autohaus voll und wird unnormal krank aussehen. So, Freunde, ich bin da echt gespannt, was jetzt abgehen wird auf dem Flughafen. Mal gucken. Oha, hä? Lol, die ist sogar abgesperrt. Was? Hä? Wie krass ist das denn? Moin, Meister. Wer bist du denn? Hallo, guten Tag. Moin, Franz, mein Name. Ich mache heute hier die Security am Flughafen. Ja, dann machen wir hier das Tor auf. Ich muss rauf hier. Tut mir leid, heute geschlossene Gesellschaft. Wir haben gerade eine Lieferung reinbekommen von neuen Luxus-Sportwagen. Wie neue Luxusautos? Was für Luxusautos? Ja, deswegen bin ich ja hier. Ich wollte mir die angucken. Ja, es machen jetzt hier neue Luxusautohäuser auf in der Stadt, ne? Hä, Leute, was? Also, tut mir leid, ja. Pass mal auf, weißt du nicht, wer ich bin, du Hayopai? Ich bin das höchstpersönlich Stani Performance. Warte mal. Da, mein Ausweis. Stani Performance? Stani Performance, der die Autos der YouTuber tut. Du bist doch der, ne? Der hatte hier für SU und für den, der Bilal. Ja, der ja, ist auch ja, hier, ja. Bist du es wirklich? Ich bin das wirklich. Ich mache hier die Türe auf. Was ist denn hier heute los? Pass mal auf, ich kick mal hier ganz kurz. Warte mal. Wie und? Pass auf, ich mach die Schalter auf. Geh rüber. Wie? Ausnahme oder was? Geil. Du kannst eine Ausnahme machen. Wie und? Okay? Ich will ein neues Autohaus aufmachen, hast du gesagt, oder was? Ja, genau. Neue Luxus-Autohäuser hier, ne? Tatsächlich. Okay. Hä, Leute? Super Fahrzeuge da, ne? Schau sie dir an. Ja, okay, dank dir. Hä, Leute? Was ist das denn, Leute? Will jetzt hier irgendein Typ, der hat wahrscheinlich gesehen, Dings hier, meine Autohaus, das läuft babamäßig, die ganzen YouTuber machen dafür Werbung und der will jetzt wahrscheinlich auch Autos verkaufen und richtig viel Cash machen. Hä, Leute, was ist denn hier los? Ich glaube, ich spinne oder was? Guck mal, da hinten ist auch schon das Flugzeug. Ey, wir werden jetzt erstmal einfach da vorbeifahren, gucken, was das so für Autos sind und dann würde ich sagen, Freunde, werde ich einfach fragen, ob wir da eins kaufen können oder so, ne? Also, das wäre natürlich geil. Oh mein Gott, Leute, was geht denn hier bitte ab? Oh, war! Nein. Leute, was sind das denn da bitte für Autos? Bro, das ist ein Rolls-Royce, ein G-Klasse Mansory, dann noch so ein... Boah, ist das ein Aston Martin, Leute? Dann, oh, um Gottes Willen. Hey, da, guck mal. Hey, Peter, was ist denn für ein Auto hier? Hey! Was ist das denn? So. Jung, steig mal hier aus. Was machst du hier? Moin, ich habe gehört, hier werden Autos verkauft. Ja, aber dann für dich, du Pfeife, was machst du hier?
Na, wie? Ich würde ja gerne so ein Auto kaufen. Nee. Halt mal hier. Ey, sag mal hier Abstand, du. Wieso? Wie werden die Autos nicht verkauft, oder was? Wer bist du denn? Was steht denn da auf deinem Pullover? Mein Name ist Stani von Stani Performance. Ja, da würde ich sagen, hast du ein Problem jetzt langsam in der Stadt, hä? Wie, was für ein Problem denn? Das weißt du nicht, oder was? Geht's dir gut? Soll ich den Arzt rufen, oder was? Bist ein richtiger Witzbold, Junge. Ey, pass auf, ey, das sind die neuen Autos für das neue Autohaus. Wie, ein neues Autohaus? Wer will denn hier ein Autohaus aufmachen? Das war's dann wohl mit Stani Performance, hä? Macht jemand anderes auf Datenschutz, kann man nicht sagen. Ey, aber wieso ist denn hier ein Sticker von Stani Performance drauf? Digga, ja, weil da kommt jemand deinem Geschäft wohl zuvor. Hat wohl jemand gekauft und verkauft es für teuer weiter. Ey, was seid ihr denn für Scammer, Alter? Das sind doch nicht wir. Wir beschützen nur die Ware und jetzt halt mal hier Abstand, oh! Oha! Oh, und jetzt verschwende ihr Datenschutz. Ja, okay, ich schau ab, Alter. Ey, Peter, schieß auf ihn, wenn er Faxen macht. Ich sage dir. Ey, nein, beruhig dich. Kein Aufbruch machen, Junge. Ey, Leute, was war das denn gewesen, Alter? Ey, Freunde, irgendjemand will hier ein neues Autohaus aufmachen, verkauft Autos mit meiner Aufkleber drauf und... Bro, habt ihr bitte die Autos gesehen, Freunde? Habt ihr bitte diese Autos gesehen? Da stand G-Klasse Mansory, Leute, der Wert war bestimmt über 5 Millionen. Fetter Rolls-Royce Wraith war da gewesen, Cullinan, Leute, Alter, das sind die krassesten Autos, die ich jemals gesehen habe. Und habt ihr diesen Lamborghini gesehen? Der war in so einem Babe-Look gewesen. Ey, Freunde, wisst ihr was? Ich werde jetzt probieren, die zu verarschen, Leute. Wir werden jetzt probieren, ich klau die Autos. Ist mir egal, Leute, ihr wisst, wenn hier ein Autohaus in Los Santos aufmacht, ja, und das nicht von mir ist, wird das platt gemacht. Ist mir scheißegal, Alter. Die werden sehen, was sie davon haben. Wir werden jetzt immer zurück zum Autohaus fahren und dann werde ich den LKW holen. Und dann mal gucken, ob Leute, pass auf, die werden uns die Autos gönnen. Ey, wir werden jetzt das Autohaus richtig voll machen. So, Leute, wir sind jetzt hier zurück bei Stani Performance. Ich werde jetzt erstmal den Bentley einmal parken. Ey, die G-Klasse muss echt weg. Die steht mir auch ein bisschen zu doll im Weg. Ich weiß auch nicht, Frau Kirsch ist in den Urlaub gefahren und lässt einfach ihren Bentley hier stehen. Aber ja, gut, okay, vielleicht hat sie noch einen Britwagen oder so, keine Ahnung. Leute, wir gehen jetzt erstmal rein, werden uns umziehen. Die dürfen nicht wissen, dass ich Stani Performance bin. Das ist halt das Ding. So, Leute, guck mal, wir haben uns jetzt umgezogen. Wir sehen jetzt hier so ein bisschen aus. Ich finde, wir sehen schon so ein bisschen aus wie so ein Trucker, Alter. So ein Trucker, der 40 Jahre auf der Road war. Und ich werde jetzt da einfach hinfahren, Freunde, und werde sagen, ey, ich soll hier eine Lieferung von Autos abholen. Werde ihm irgendeine Scheiße erzählen, Freunde. Und mal gucken, wenn das klappt, Alter, dann machen wir gleich hier richtig dick Cash mit den Autos. Und die werden wir dann erstmal alle bei uns in Stani Performance Autohaus verstecken. Ey, Leute, wenn wir diese ganzen Autos da kriegen sollen, Bro, dann haben wir wirklich Autohaus durchgespielt, Leute. Dann können wir direkt einen Summer Sale aufmachen. Also dann wird es richtig Geld geben. So, erstmal hier den Anhänger ran. Und dann müssen wir uns jetzt beeilen. Nicht, dass die schon vorher abtransportiert werden. Und die zwei Sicherheitskräfte da, ey, Leute. Zwei Sicherheitskräfte für so kranke Autos. Also der Typ, der spart, denke ich mal, an der falschen Stelle. Ich sag euch ehrlich, ihr habt gesehen, Freunde, Los Santos ist gefährliches Pflaster. So, Leute, jetzt hier schön mit meinem Truck erstmal hier zum Flughafen. Moin, moin. Moin, moin. Howdy, Kollege. Moin. Du kommst direkt aus dem Texas. Ich bin hier für eine Lieferung. Lieferung abholen. So, der Sonne. Lieferung. Welche Lieferung denn? Ich nix von den Lieferung. Auto. Brumm. Ja, komm, schalt das auf hin. Brumm. Hier, danke, Kollege. Danke. So, Leute. So, Leute. Sehr dumm. Der Typ lässt auch wirklich jeden durchfahren, aber ja, gut, scheiß drauf. Ich werde einfach sagen, dass ich hier vom Boss Auftrag bekommen habe, dass ich die Autos abholen soll. Was soll das schon auffallen? Ich denke mal, die warten ja eh auf die Abholung. Moin, Audi, 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 Audi. Howdy. So ein Nervensäger, Peter, ist das. Du sollst doch hier nur die Autos abholen, oder nicht? Brumm, Auto. Ja, dann würde ich sagen, dann schläfst du mal alle ab hier. Ne? Alles mit der Zeit hier und Ja, Howdy. Ey, so wenig möglich reden wie mit dem. Ich hab gar keinen Bock auf den. So, Leute, siehst du, ich sag da, Leute, das ist idiotensicher. Das war mir doch klarer gewesen, dass sie hier einfach warten, bis jemand abholt. Und Leute, wir werden jetzt die Autos hier nacheinander aufladen. Ey, wenn das so einfach klappt, ne?
Wir müssen nur aufpassen, wir müssen die Autos unbedingt alle umlackieren, Leute, und alle irgendwie, dass das nicht auffällt. Weil ich sage euch ehrlich, es könnte auch echt, glaube ich, in Zukunft heftige Probleme geben, falls das rauskommt, was wir hier machen. Freunde, wir werden erstmal zum Anfang direkt die fettesten Autos nehmen. Ich würde jetzt hier noch den Cullinan nehmen, Leute. Oh mein Gott, Alter. Lol, ist der auch gepanzert? So, was, kleiner Hinweis für dich, Junge. Muss aufpassen, hier kommen so Leute hier, die schnüffeln rum von Stanley Performance. Ne? Howdy, so. Der Chef hat mich Chef ja, geschickt komm, komm. Chef hat gesagt, abholen. Ja, hol ab. Oh mein Gott, Leute, der Cullinan, Alter, der ist, glaube ich, sogar gepanzert. Freunde, das wäre sogar unser erster gepanzerter Wagen, Alter. Was ist das für eine kranke Karre? Oh mein Gott. Freunde, ich glaube, das wird... Also, Stani Performance... Ey, das passen gerade mal zwei Autos rauf. Das ist natürlich scheiße. Warte mal, kriegen wir hier noch ein drittes rauf? Vielleicht kriegen wir noch die G-Klasse rauf, so ein bisschen auf. Ja, mal gucken. Oh, das wird knapper. Ich will auf jeden Fall mit drei Autos hier abhauen. Gucken mal, ein kurz kleines Auto hier. Was ist das hier für ein Wagen, Leute? Der ist aber... Ah, das ist ein Aston Martin, Leute. Gucken wir, Leute. Oh, das ist so weh. Boom. Aha, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was macht der Anhänger, Leute? Was macht der Anhänger? Okay, wir haben mal drei Autos drauf. Howdy, howdy, Kollege. Howdy, howdy, I'm on loan. Ich fahre mein Auto weg mit Spinner. Mit Spinner. Weg ist der weg, ich hab ihn mir auch nicht mehr angehört. Endlich, ich stelle mir auf den Sack, Digga. Leute? Leute, was geht bitte hier ab? Habt ihr gerade gesehen, ey, dass das eine Auto überhaupt hält? Habt ihr gerade gesehen, was wir hier für Autos haben? Leute, das ist Petter Rolls 2, Petter Rolls Royce, die alleine schon 500.000 kosten. Dann noch Petten Aston Martin, den ich gar nicht einschätzen kann, wie teuer der überhaupt ist. Freunde, jetzt ist Next Level. Ich sag euch ehrlich, ich hätte doch die Autos auch gekauft, aber wenn die Autos nicht verkaufen wollen, juckt mich das auch nicht so. Ich bin gespannt, wir werden jetzt einfach die Autos schnell wegfahren, ins Stani-Autohaus reinfahren, dann werde ich wieder zurückfahren. Und Leute, das wäre natürlich Jackpot. Oh, auni, 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 Kollege. Ja, komm, mal weiter. Einfach mal so tun, Leute, als würde man nicht verstehen, so wisst ihr, als... Ich bin noch aus Texas, Leute, ich bin Trucker hier, 40 Jahre on the road again. Wieso steht mein Bentley hier? Hä, haben die mein Bentley gekauft, Leute? Ganz komisch. Egal, erstmal zum Autohaus, wo die Autos sichers abliefern. So, Leute, hier sind wir bei Stani Performance. Boom. Und jetzt, wir werden direkt hier schnell die Autos abladen. Wir müssen schnell sein, Freunde. Ey, ich hab Schiss, dass hier die Cops kommen oder so. Schnell einfach abladen, Dinger reinfahren, Leute. Und dann gehen wir hier auf Nummer sicher. Boah, Freunde, ich finde diese Aston Martin ja auch richtig geil. Hey, warum ist das Tor offen? Ich muss gleich das Tor wieder zumachen. So, schnell rein, die Karre, Leute. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Ich stell die erstmal alle hier schnell rein, ja. Ey, der sieht so krank aus, dieser Aston Martin. Freunde, feier ich ja auch nochmal. Erstmal alle hier reinstellen. Und dann werden wir sie gleich tun, wenn wir die restlichen Autos noch geholt haben. Weil das muss jetzt hier alles schnell gehen. Ich will auf jeden Fall mir diesen fetten Lamborghini holen, Freunde. Der war ja geisteskrank gewesen. Schnell rein hier. Oh mein Gott, Freunde. Das Autohaus wird so mächtig. Ich sag euch ehrlich, ich bin auch gespannt nach dieser Lieferung, was die anderen Leute sagen werden. Wir haben jetzt gleich 6 neue Autos. Das wird zu wild. Das Einzige, wo ich ein bisschen Schiss habe, wir werden uns mit dieser Aktion hier auch bestimmt nicht viele Freunde machen. Und ich glaube, der Typ, der die Autos gekauft hat, der wird auch extrem viel Geld haben. Leute, vielleicht müssen wir nochmal zu Bilal Agabey gehen und unsere Security ein bisschen aufdingsen, aufbessern, dass wir vielleicht noch mehr Security kriegen. Weil ich glaube, die nächsten Tage können ziemlich gefährlich werden. Ey, ich sag euch ehrlich, Leute, dieser Rolls-Royce als Geschäftswagen wäre auch Baba-mäßig, Alter. Boah, wie krank das aussieht. So, alle Autos sind abgeliefert, Freunde. Jetzt werden wir nochmal zurückfahren. Mal gucken, was abgeht da. So, Leute, letzte Lieferung. Ich hoffe, dass... Hey, was rammt der denn hier, der eine? Was soll denn das, Leute? Ich glaube, ich spinne hier. Hä? Leute, der Sicherheitstyp ist gar nicht mehr da. Hä? Okay, ist jetzt der Sicherheitstyp abgehauen oder was? Keine Ahnung. Ja, Freunde, da stehen immer noch die Autos, die wir mal mit einsammeln. Und dann würde ich mal sagen, haben wir heute noch einiges zu tun im Autohaus. Die Autos nämlich alle zu tun, aber... Hä? Leute, was ist denn da? Leute, da ist die Polizei, ne? Ey, wir werden uns nichts anmerken lassen. Wir werden einfach unsere Arbeit machen. Vielleicht ist die Polizei wegen anderen Grund da. Oder sonst was, kann ja sein.
Moin, Audi, 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 einmal Auto, Auto, hier, Auto. Ja, ja, bleib mal ganz kurz stehen, Junge. Muss mal kurz was fragen, du. Warte, ich melde mich in ein Auto rein. Warte, denn, ja, nee, nee, warte mal ganz kurz. Komm mal kurz raus hier. Ich habe mal eine wichtige Frage, du. Und zwar gib mal die Papiere, dass du auch hier den Lieferant bist. Ja, ja, ich Lieferant. Ich Lieferant hier. Ja, ja, Papiere, Papiere, Junge. Jetzt, Digga, jetzt. Keine jetzt. Papiere, keine Papiere. Hey, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Das ist der Betrüger. Scheiße, Leute! Nein! Oh mein Gott, okay, wir müssen abhauen. Wow! Stehen bleiben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Wow! Leute, was habt ihr denn hier krank? Oh mein Gott, Polizei auch hinter mir her? Hä, wie, was denn? Ich hab da gar nichts gemacht! Die sagt. Stehen bleiben, Junge! Hier durch, hier durch. Oh mein Gott. Hier ist der private Sicherheit. Oh, Leute, die krank! Ey, ich hab nichts gemacht! Ich Autolieferung! Was machen wir jetzt, Leute? Hinterher, den Betrüger! Wir müssen hier weg. Nichts Betrüger! Oh mein Gott, die drehen ja komplett durch, Leute! Wir müssen weg hier! Oh! Nichts Betrüger, Rüno! Ich nichts gemacht! Oh, Leute, ich glaube, wenn die uns kriegen, Alter, da gehen wir erstmal ein bisschen in den Bau rein. Scheiße, ich muss raus. Wir müssen kämpfen, Alter! Oh mein Gott, ich muss weg hier. Oh, scheiße, Mann! Der Täter ist zu Fuß flüchtig! Der Täter ist da hinten um die Ecke! Um die Ecke war er los! Aussteigen, zu Fuß weitersuchen, aussteigen! Oh, scheiße, aussteigen! Rückzug! Der ist bewaffnet! Fuck, Leute! Okay, zu Fuß weiter! Los! Hey, Leute, ich werde mich jetzt hinstellen. Und wenn die kommen, Alter, ich werde die einfach abknallen. Leute, ich werde die abknallen. Mitkommen, alle! Leute, nicht schlecht, gleich schon. Helikopter kommt. Oh mein Gott. Wie viele sind das denn, Alter? Alle zu mir, komm. Wir gehen gemeinsam da rein, hey. Scheiße, verstecken uns hier, Leute. Nee, gemeinsam. Versteck mich hier. Warte, verstecken uns hier. Hier rechts, komm mit, alle mir nach. Hier unten, sagen mir nach. Leute, ich setz mich einfach hier ins Auto rein. Vielleicht laufen die einfach an mir vorbei. Das ist ja geil. Geh los, hier hoch. Der war hier irgendwo, ich sag's dir. Irgendwo hier. Leute. Jetzt schnell zum Flughafen, Leute. Den LKW voll machen und dann Abfahrt zu Stani Performance. Ey, Leute, das wird richtig. Oh mein Gott, wir haben zwar ein Auto geschrottet, aber juckt nicht. Ich will auf jeden Fall, das ist, glaube ich, zu risikoreich, Leute. Oder soll ich beide Autos mitnehmen? Alter, ich würde auf jeden Fall, Leute, diese G-Klasse war doch safe auch gepanzert. Doch, wir müssen beide Autos mitnehmen. Wir werden jetzt beide Autos mitnehmen und dann schnell weg. Die müssen wir irgendwo verstecken oder so. Oder allgemein die ganzen Autos, die müssen wir erstmal bei Stani Performance verstecken. Die müssen wir schnell verkaufen oder sonst was. Ich muss die loswerden. Freunde, was soll ich mit den geklauten Autos machen? Rampe hin, die G-Klasse rauffahren. Oh mein Gott, die G-Klasse sieht doch so krank aus, Leute. Guck mal. Oh mein Gott, ich glaube, die ist sogar auch gepanzert. Da ist er wieder! Oh, schnell! Nein, oh mein Gott, die haben die G-Klasse. Oh mein Gott, die ist safe gepanzert, wie schwer die ist. Was macht ihr da? Wir wenden hier. Scheiße, der ist bewaffnet! Oh! Ja, Leute, die können jetzt nicht die ganze Zeit die Ärger machen, Mann! Nee, Leute, das bringt alles nichts. Wir müssen abhauen. Ich nehme den Lambo, Alter. Ist egal, Leute. Die G-Klasse lassen wir stehen. Guckt euch mal bitte das Auto an, Alter. Wie krank das aussieht, ey. Wer hat das denn bitte foliert, Leute? Ey, das Auto sogar mit Stani Performance Logo direkt drauf. Müssen wir nicht mal mehr was machen, Leute. Leute, wie schnell das Auto aus... Oh mein Gott, die kommen alle wieder zurück. Die drehen jetzt komplett ab, Leute. Aber niemand hat eine Chance gegen diesen Lamborghini hier. Ey, ich wollte immer wieder ein Lamborghini haben und das Ding hier. Oh, wie schnell der ist, Freunde. Ich glaube, das ist so eine Sondervariante in der Tarnung und so. Habe ich auch noch gar keinen Lambo gesehen. Abnormal krank, das Ding. Ey, und guck mal, Freunde, hier vorne, guck mal bitte mit den roten Lichtern. Ja, das sieht aus wie ein Monster, das Ding. Das einzigste Problem, ich weiß noch nicht, wie ich Harry und Kalle vom Schrottplatz erklären will, dass ich den Autotransporter jetzt nicht mehr habe. Oh, ich glaube, das wird noch ein bisschen Ärger geben. Aber ist egal, wir haben eine gute Ausbeute gemacht. Und ich glaube, mit der guten Ausbeute werden wir im Endeffekt viel, viel mehr Plus machen, dass ich sogar den Autotransporter bezahlen kann. So, Leute, bisher keine Polizei oder sonst was gesehen. Wir müssen schnell die Karre hier reinfahren.
Ich werde den auch direkt hoch ins zweiten Stock fahren. Schnell rein, rein, rein. Auf hier, die Luke, schnell, schnell, schnell! Wir müssen die Autos alle verstecken, Freunde. Alle Autos verstecken. Hoch damit. Oh. Ich werde die erstmal hier hinstellen. Leute, falls die Polizei hier kommt oder so, werde ich einfach sagen, ja, keine Ahnung, die Autos oben ist gesperrt oder so. Ich werde irgendwie Scheiße erzählen. Bam, Leute, Autos drinne. Freunde, wir haben jetzt die ganzen geklauten Autos. Was soll ich damit erstmal machen, Freunde? Ich habe Angst, dass die Polizei kommt, hier eine fette Razzia macht und das Auto raus dicht macht. Schreibt unten in die Kommentare rein, was sie machen sollen, Leute. Aber guckt bitte unsere Ausbeute an. Leute, das ist das Krasseste, was wir bis dato in diesem Autohaus hatten. Es wird geisteskrank. Leute, liken, abonnieren, um nichts zu verpassen, Leute. Checkt die Jungs alle in der Beschreibung ab. Das war's gewesen, Leute. Tschö, bitte!